So, ich sage Hallo wieder zum Sims-Alltag mit Kingston und seiner ganzen Truppe hier. Wir lassen mal den Film abfahren hier. Ich habe festgestellt, in der letzten Folge kam hier eine Meldung. Vielleicht sehen wir sie sogar noch. Ne, da sehen wir sie natürlich nicht. Ich meinte, hier an der Pinnwand. Und zwar kam die Meldung, dass die Zwillinge Geburtstag haben. Hier. Geburtstag von Mark Junior und Caroline, ist da klar. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall feiern. Das möchte ich diesmal nicht verpassen. Wer ist hier wach? Karen. Die muss sowohl aufs Klo. Oh, ja, die muss. Oh. Lass mal jetzt mal machen, weil die soll das Ganze nämlich planen. Weil die zu Hause ist. Das heißt, die können wir dann mal anrufen lassen und hier die Feier von den beiden. Oh, da schreit er schon. Wahrscheinlich hat er auch Dampf. Gut, aber da müssen sie jetzt mal warten. Sie ist fest eingeschlafen. Kingston ist auch fest eingeschlafen. Ja, stört irgendwas. Muss jetzt schon pieseln. Ja. Er wird bald zu sich kommen. Sie schläft auch gut. Die hat. Naja, nicht Inventar. Ich klicke auch immer ein bisschen. Um 5 Stunden geht die Schule wieder los. Ja, das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Die nimmt ein schönes Bad. Während der Junior und jetzt nicht nur Junior 1, sondern auch 2 alle beide schön Radau machen. Prima. Gucken wir mal zur Bella hoch. Ja, die atmet tief ein. Fantastisch. So. Die Feier werden wir auf jeden Fall zu Hause machen. Ich werde das nicht auswärts machen. Da bin ich ja schon mit meinem mit der Hochzeit ein bisschen reingefallen. Was haben wir in dem Kühlschrank? Was sind das? Sanitäranlagen. Was ist denn eigentlich mit unseren Bäumen geworden, die wir gepflanzt haben? Wir haben doch hier. Das ist alles. Ich soll nicht so Samen kaufen. Ich will keinen Samen kaufen. Alles ernten. Ja, ein bisschen die Gartenarbeit ist ein bisschen, ich sag mal, abhanden gekommen. Ja. So, jetzt, Mädel. Okay, sie geht schon hin. Sie hat's verstanden. Das Klo muss auch, oder hat es ja nicht weit. Ich finde, das Klo hier drüben, oder dieses Bad, wird eigentlich zu selten benutzt, ne? Da gehen sie dann doch immer alle darüber, gucken sich dann an, warum sitzt der eine schon drauf auf der Schüssel und der andere nicht. Dabei haben wir doch hier so ein schönes Badezimmer eingerichtet. Ja? Kann ich jetzt nicht ganz folgen. Ja, okay, jetzt geh erstmal pieseln und dann geht's weiter. Oh, beim Kingston schaut es so aus, dass, wenn er jetzt nicht bald aufsteht, ist, ja, ist, die Blase nass, ist die Blase nass wird, ja. Ich meine natürlich, das Bett nass wird. Ein bisschen Rückenschmerzen. Es wird wohl Zeit mal für einen Austausch, des Bettes. Ja. Machen wir mal hier die Jalousien hoch hier, die Wände. Eigentlich auch schön. Ja, es langt eigentlich völlig aus. Es muss ja nicht immer alles riesig sein. So. Gewände waschen passt auch. Hier muss er. Nee, da gehst du. Du musst jetzt hier reparieren. Komm, zurück, 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 zurück. Reparier das Ding da.
Was ist bei ihr? Hat die das jetzt? Okay, ach so, die macht hier einen auf. Hat großen Hunger, sonst wird sie abgeholt. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich. Wir wollen sie ja nicht vor dem Geburtstag abholen lassen. Man ist jetzt. Also, man hat schon mit 1, 2, 3, 4, 6 Sims doch gut zu tun, muss ich sagen. Also. Das ist jetzt nicht ohne. Hier kalt halt, komm, ab. Alles wegwerfen. Was will er denn ständig? Er hätte auch eine Frau werden können, glaube ich. Ha? So wie der hier aufräumt. Aber ich finde, er hat ein bisschen Muskeln zugelegt, oder? Täuscht das? Naja, es täuscht. So, dann hier aufwischen. Oh. Veronika ist, der Lenz ist da. Die steht ein bisschen einsam rum und holt sich jetzt mal schön ein Gericht. Hat sie recht, die hängt schon wieder ab. Was hat sie denn? Die beschämt. Okay, dann soll sie halt auch Tochter einen Witz erzählen. Kriegst du das hier auf die Reihe? Bella Krusel muss in die Arbeit in der Stunde. Dann würde ich sagen, aufstehen. Und mein schönes Frühstück servieren. Hier Rührei. Kingsen ist kokett. Hat ein bisschen Rückenschmerzen. Will hier einen schmutzigen Witz erzählen. Oh. Mal posieren, aufreizend. Okay, die zwei gehen hier gut ab. Unbehaglich. Selbsterniedrigend. Was ist denn heute los mit den Mädels? So, was ist mit ihr? Etwas säubern, ja. Kann die das schon? Was ist denn damit? Hat die jetzt. Die hat doch Hunger, also dann isst halt einmal. Essen. Man muss ein bisschen aufpassen, die wird ein bisschen dick. Die wird ein bisschen dick. Was ist mit ihm? Hat auch Hunger. Dann machen wir mal hier ein schönes Frühstück. Eier und Toast. Das klingt richtig gut. Komm, hör auf zu plaudern jetzt. Ihr könnt nachher plaudern. Ah, vor allem verstecken. Die steht da und weiß nicht, was sie essen soll, oder was? Dann ist halt. Die hat nichts zu essen gekriegt. Ach, du Schande. Ach du Schande. Mal schauen wir mal im Kingston zu. Er macht ja wieder ein schönes Frühstück. Eier und Toast, glaube ich, hat er gesagt. Ach, die ist auch schon in der Schule. Na prima. Und die muss immer schön fleißig lernen. Soll ja was aus. Die ist ein bisschen, ich sag mal, gelangweilt, ja? Oh, die ist ganz schön beschämt. Oh, der Kingsen, der wird ein richtiger. Das wird ja ein richtiger Koch. Hier. Gleich mal ein Kühlschrank, da ist es jetzt schon drin. Einmal frei.
Eier und Toast ist für jeden was dabei, kann alle frühstücken. Kein Problem. Mushka Harpene. Die unterhalten sich, glaube ich. Radio anmachen, na gut, das kann ich ja selber. Doch, das geht schon. Das muss ich selber mal hören. Hast du was gespielt? Okay, hört sich an wie Klassik. Was macht der Kings? Nimmt das Essen mit oder? Ach so. Der ist schon gut drauf. Ich will euch noch einen Witz erzählen. Oh, das brüllt der Nächste. Es ist ja ein Wahnsinn. Oh, Chris. Oh, jetzt gab es irgendwie ein. Jetzt gab es irgendwie echt ein. Nee. Du musst dich hier um die. Schön um die Kinder kümmern. Zurückkommen. Und Kingston, man kennt ihn, er ist immer schön am Aufräumen oder am Hinterherräumen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Stunden? Da können wir hier auch noch ein bisschen säubern dann. Oh, hat er das jetzt noch gemacht hier? Warte. Macht er alles. So. Die kriegt das irgendwie im Moment nicht so wirklich auf die Reihe, oder? Mit den Kindern. Oh, Ballene. Ja, muss alles selber machen. Vergessene Frage. Wieder mal ein Test. Veronika ist fast fertig, als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. All ihre Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Sie will es gerade der Lehrerin sagen, als ihr einfällt, dass sie den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Abgeben. Die Schule ist sehr ernst. Oh, sie muss extra Arbeit machen. Ging in die Hose. War klar. So, jetzt helfen wir mal. Na wohl. Oh, komm, du kannst da einen Witz erzählen. Nebenbei ist ja kein Problem. Mehr Auswahl. Freundlich. Nein, nicht lustig vielleicht. Ja, ein Klopf-Klopf-Witz. Wollt ihr sich jetzt baden? Das sollten wir vielleicht noch machen. Sonst gehen wir doch ziemlich, ja, ich sag mal. Pando. Jetzt erzählt ihr den Witz, oder? hat funktioniert. Was machen wir hier noch? Ja, was machen wir? Da schreit schon wieder. Das ist nicht normal. So, und jetzt geht er. Und was haben wir mit ihr? Wer schreit denn bei den beiden? Wickeln, vielleicht ist es, liegt es daran. Ihr habt jetzt keine Zeit zu unterhalten. Geht nicht. Abbruch. 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 So. Okay, beim Putzen ist er so, was hat. Die ist schon wieder breit. Die ist jetzt nicht breit. Oh, toll. Jetzt legt es sich ab. Macht ein Nickerchen. Okay, das geht relativ schnell. Da darf Vader hier. Naja, gut, dann machen wir da. Dann organisiere ich das halt. Komm. Man muss hier alles machen. Ereignisplan.
ist der Sky mit seiner... Let's go. So, wir müssen feiern. Und zwar eine Geburtstagsparty. Geburtstags-Sims. Wieso können die nicht... Wieso kann ich die nicht einladen? Ja, die fehlen doch jetzt, oder? Nahara. Wieso? Nahara. Wieso fehlen die? Das ist echt ungewöhnlich, weil ich hatte gedacht, die kriegen auch eine Geburtstagsfeier. Weil irgendwo war doch hier dieses, hier. Komisch. Sehr, sehr komisch. Ja gut. Dann halt nicht, ne? Trübsalblasen. Was hat sie denn für... Achso, wollte die müde ist oder was? Aussäulen wegen Traurigkeit. Oh Gott, na da haben wir uns ja was. Ah, Kingson. Musst du denn hier im Darth Vader Look das Zeug reinpfeifen? Mann, 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 doch. Die hat Familiensehnsucht. Jetzt ist okay. Ja, ansonsten muss halt sich nachher wieder ein paar Gäste einladen, ne? Und... Gut. Der Kingson, 2 Stunden... wird wohl jetzt unterbrochen werden bei seinem... Es kocht die nächste hier, Windel wechseln, auf geht's. Ah, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin froh, wenn die dann bald Geburtstag haben und dort mal Ruhe einkehrt und nicht immer dieses Gejammer. Ich werde aber die beiden, glaube ich, gemeinsam erstmal hier in das Zimmer stecken. Ich werde die gemeinsam ins Zimmer stecken und dann muss man, wie gesagt, hier gucken, was ich hier so mache. Das ist alles noch nicht so ganz... ja, dann spiel doch ein bisschen mit mir, mach mal... Ja, liebkosen. Was ist denn da wieder? Bei jemandem Luft machen. Bei jemandem Luft machen. Hier, Verbindungen knüpfen. Entschuldigt. Hat er das jetzt im Griff mit dir? Ach, das ist der Nächste, der schon darüber heult. Das ist ja er hier. Auch noch Windel wechseln. Mein Gott, was man hier alles machen muss. Draußen scheint die Sonne, wir kommen nicht... Ah! Jetzt muss ich doch Rumpfbeuge machen. Training, Rumpfbeuge machen. Komm, das kriegen wir hin. Das machen wir. Die Punkte nehmen wir natürlich mit. Selbstsicher werden, das ist auch kein Thema. Weil selbstsicher wird man... wenn man sich die Zähne putzt. Dachte ich, dass das so war. Er ist kokett. Trainingstipps durchsuchen. Was muss er eh los? Oder? Mit ihr plaudern jetzt, oder was? Ja, es kann er mal von hinten ein bisschen rangehen. Oh, nein. Oh, das tut doch weh, oder? Auf der Maske. Whiz, Trivna, Aspa, Pippewa. Das Gebrüll, das ist nicht normal, ehrlich. Das ist echt nicht normal. Ah, Abedola, Barbehegrina. Mann, Mann, Mann. Da wird geflirtet und gemacht, die muss schon wieder aufs Klo. Kaluba. Okay. Rospa? Quas? Na, die zwei sind doch, gehen ganz gut, ganz gut aufeinander ein, auch wenn sie schon ein bisschen alt ist mittlerweile, ne? Es ist Wochenende. Veronika schließt die Schulwoche mit einer 3 ab. Bist du damit wirklich zufrieden? Nee, bin ich eigentlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich nicht.
Ja, die soll sich erstmal bewegen jetzt hier. Die hat völlig recht. Eine Dreier-Grundschülerin. Quatsch, doch. Dreier-Grundschülerin beginnt in 3 Tage. 3 Tage. 3 Tagen. So, der erste muss weg. Ja, komm, mach du mal ein bisschen was. Die ist schon wieder völlig fertig. Wir müssen natürlich jetzt mal jemanden einladen. Das war hier. Es sind immer dieselben. Ach, die holen wir mal mit rein hier ins Boot. Jetzt hoffen wir mal. Ja, komm, jetzt auch mal einer mit. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Willi ist cool, weil Willi Tyson übernimmt auch gerne mal hier die Kinderarbeit. Und ist sie selbstsicher? Bist du normalerweise? Selbstsicher werden? Die ist doch selbstsicher. Hat sie denn? Hände waschen. Alexa. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Was wäre was? Moritz möchte lieber nicht kommen. Alexa ist gerade beschäftigt. Alexa ist Alexa Sommer, kein Problem. So. Kotze hier. Kommt mit der nicht wirklich klar, oder? Da hat sie da ein bisschen Kohle reingebracht. Bella Grusel ist. Darf sich gerne mal was nehmen. Und zwar. Da haben wir, glaube ich, 7 Stück übrig. Ein Gericht nehmen. Der Rest steht wieder im Gang. Es ist, wie es ist. Die tanzt alleine. Techtelmechtel, ne? Das machen wir aber nicht, Freunde. Das geht so gar nicht. So schön. Ups. Da gibt es eine lockere Unterhaltung. Alle erstmal schön rüber zum Kindergarten. Da darf sich jetzt jeder mal ein bisschen bedienen. Die will schon wieder Fernsehen gucken, das gefällt mir schon mal gar nicht. Mir gefällt das ja. Die Deko, das geht bei dir immer ganz gut ab. Ah, die können mal das Outfit ändern. Sportlich. Zack. Und dann hätte ich gesagt, hier aufklicken. Nein, da nicht klicken. Ich brauche die ins Inventar und sage Hausaufgaben machen. Und dann kann sie sich wirklich, hat sie frei und kann das ganze Wochenende hier Theater machen. Also, nächste. Was hat die? Schon wieder. Boah, ist das schon wieder Bedienung hier pur. Guck mal, ob das ich auch oder irgendwie am Fitnessgerät oder am PC. War klar. War völlig klar. Da ist schon wieder hier die Frau Pancake. Hat einen Bluescreen gemacht. Und geht es lieber. Boah, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Die macht das Ding kaputt und lässt 720 kostet das als ersetzen. Macht fabrizierten Bluescreen und geht. Und Jima? Wo ist denn die? Also ganz ehrlich, ne? Da könnte ich jetzt schon ein bisschen. Das gefällt mir mal gar nicht. Das gefällt mir mal überhaupt nicht, ne? Schmutzigen Witz erzählen, das kann sie ja. Ja, die steht auf sowas. Schmutzigen Witz erzählen. Das ist doch kein schmutziger Witz, oder? Hier. Einfach mal einen schmutzigen Witz erzählen. Schafft sie wieder mal nicht.
be fars. Huh? Sibora? Komm, schleich hier unter das Volk oder stell's ab und leg dich hin. Das kann ja nicht so schwer sein. Oh Mann, 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 was ist jetzt hier schon wieder los? Was ist mit ihr? Konzentriert. Ah, das ist ein guter Hinweis. Ein Teleskop könnten wir uns ja mal holen. Hier, auf dem Balkon. Oder Terrasse. Prima Idee. Prima Idee. Die Quatsch mit Widdy. Widdy will's wissen. Fragen wir noch ein neues Leben, wie es bei ihm ausschaut. Jawohl. Und deswegen ladet euch immer schön die Leute ein, wenn ihr Kinder habt, weil da kommt jeder mal mit dazu. Die lernen sich auch kennen, damit haben die gleich mal Freunde. Und man kann sich mal auf andere Sachen kümmern. So. Was will die mal jemanden kennenlernen? Die hat doch jetzt schon alle möglichen kennengelernt. Kann die reparieren? Nee, kann sie nicht. Was kann die überhaupt? Zeichnen. Formen. Moment, was ist denn das hier? Bella Grusel. Okay, die pennt. Also von ihr bin ich total enttäuscht. Fabriziert ein Bluescreen und es interessiert keinen. Sie sagt nichts. Ich finde das unter aller Kanone. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn hier? Gelangweilt. Gelangweilt. Okay, die ist auch müd. Und die schickt man aber wirklich auch in die Koje. Hier draußen, die zwei Mädels haben das hier im Griff. Hier sitzt mal gerade keine. Die Lords hier, die tanzen. Wie die Tyson, glaube ich, einen zu viel genommen. So wie der da rumscheppert. Okay, der ist raus. Habe ich überhaupt noch mit dem Steuer? Die ist schon. Das gefällt ihr gar nicht. Was willst du denn? Nickerchen machen? Ist die auch. Naja. Naja. Dann spiel halt ein bisschen. Komm. So ein schönes Haus und sie fühlt sich gelangweilt. Ja. Das ist echt eine Beleidigung. Hier schön Meisterköche studieren. Das ist echt eine Beleidigung. So, die pennt. Die auch. Oh, naja. Okay, dann ist es so, wir erwarten jetzt praktisch den Kickstarter wieder zurück von der Arbeit. Hunger hat die auch noch. Und nichts gegessen oder was? Warum ist die so gelangweilt? Bücher zu Ende lesen. Wisst ihr was? Ich habe doch irgendwo hab ich wieder ein Buch rumliegen sehen. War das draußen? Musik. Irgendwo habe ich doch. Der Wald hier mal alles stehen und liegen lassen. Das ist ja das nicht schön für die Gläserung. Hier steht wieder Gläserung. Wo ist denn das Buch hin? Da war doch mal so ein. Wo ist denn das hin? Wo ist denn das hin? Was kann man damit machen? Inventar platzieren? Ah, nein.
Ist doch was. Was war das? Entschuldigung. Ein Witz erzählen. Sammelobjekt finden. Was? Sammelobjekt finden? Kann jemand anrufen? Plaudern mit. Oh ja. Ach, die kann doch nicht essen und telefonieren. Sammelobjekt finden. Finde in der Nachbarschaft ein neues Sammelobjekt. Du findest sie unter Baumstämmen, Steinen oder indem du das Observatorium benutzt. Aha. Ich hatte mal was gehört von diesen Sammelobjekten, aber... Oh. Oh. Jetzt lassen wir sie erstmal essen. Wenn ich jetzt hier draufklicke... wird sie wahrscheinlich wieder aufhören zu... Wird sie wahrscheinlich wieder aufhören mit Essen. Kann die eigentlich... Kann die sich eigentlich auch im Garten... Hallo, der ist richtig groß geworden. Apfelbaum. Nee, die kann das noch nicht. Die kann mal im Garten gar nichts. Ist auch nicht schlimm, Freunde. Ist auch nicht schlimm. Wenigstens müde, der hat es eh bald geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Sims 4. Mit Kingston und seiner ganzen Truppe. Veronika Steffens ist... Veronika, genau. Talents ist da, aufräumen. Und in der nächsten Folge gehen wir mit ihr mal raus und... schauen uns einfach mal den... Kirschbaum, was ist denn da los? Was ist denn das Problem? Hier räumt alles auf. Gut, dann schicken wir den Kollegen Kingston gleich mal, vor irgendwas macht, zum Pennen. Oh, der wirkt ziemlich geknickt, du. Den haben sie ganz schön gebügelt. Den haben sie ganz schön gebügelt. Und um 11:45 ist die Kleine auch noch wach hier. Das ist eigentlich, das geht eigentlich gar nicht. Deswegen logischerweise ab zum Schlafen. ZZ, ziemlich zügig. Bitte hier nach oben. Und dann haben wir die ganze Familie hier schlafen gelegt. Ich könnte wetten, dass dann gleich wieder die Kinder anfangen zu schreien. Ja, die Zwillinge. Aber gut. Die müssen jetzt warten. Zack, Licht aus. Und ich sage, was ist denn hier los? Moment. Was ist mit dir? Alexa Braun möchte vorbeikommen. Gut, kann sie machen. Aber erst in der nächsten Folge. Erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut. Euer Kingston.